Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zu Sport am Montag. In der Eishockeymeisterschaft der Serie A wurde der letzte Spieltag des Grunddurchganges ausgetragen und es kam ja noch zu einigen Entscheidungen. Eine fiel ja hier in Klumstein und zwar im Match zwischen dem Tabellenführer Rittensport und dem Tabellendritten Sterzing. Die Ausgangslage in Klobenstein ist klar. Sterzing braucht im 40. Südtiroler Derby gegen die Rittner Buben mindestens 2 Punkte, um die Regular Season auf dem 3. Platz zu beenden. Aber auch die Hausherren wollen unbedingt gewinnen, denn als Sieger des Grunddurchganges wartet auf sie in einem möglichen Halbfinale der Tabellenvierte. Und das wäre dann gerade Sterzing und nicht Italienmeister Asiago. Mit einem Sieg würde Ritten außerdem in der Tabelle auf genau 100 Punkte klettern. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass in den bisherigen 42 Spieltagen insgesamt 126 Zähler vergeben wurden. Ritten beginnt gleich sehr offensiv. Andreas Alber schießt aufs Tor von Dominik Steinmann. Schelfer mit der Riesenmöglichkeit zum Führungstreffer. Diese Chance kann aber der 36-jährige Stürmer nicht nutzen. Bei Sterzing steht auch heute Dominik Steinmann im Kaster. Stammgoalie Marc Demetz hat ja immer noch Kopfschmerzen und muss deshalb pausieren. In der 6. Minute der lange Pass nach vorne von Kapitän Philipp Bircher. Engelisch will die Scheibe hinter seinem Kasten stoppen, doch sie springt von seinem Schlittschuh direkt vor das Tor der Rittner, wo Adam Hughesman das Geschenk dankend annimmt und zum 1:0 für die Gäste einnetzt. Einen Tag vor seinem 25. Geburtstag erzielt der kanadische Flügelstürmer sein 26. Meisterschaftstor. Damit sichert er sich Platz 1 in der Scorerwertung mit 65 Punkten, einen Zähler vorschauen Ventivoglio aus Asiago. Nochmal das Mixgeschick von Andrew Engelich. Hughesman sagt Danke, Sterzing führt 1:0. Dann muss den Dudin auf die Strafbank. Die Gäste natürlich mit dem Paradeblock auf dem Eis. Taylor Stephenson spielt Jason Walters frei, der scheitert aber aus kurzer Distanz an Engelich. Vergibt man solche Chancen, wird man meistens bestraft. Simon Bauer kann in seiner eigenen Abwehr nicht befreien, trifft Marc van Gilder und der schaltet blitzschnell um zu den Dudin, das 1:1 unentschieden. Dudin auch in seiner 10. Saison am Ritten bärenstark, das ist schon sein 23. Saisontreffer. Diesmal erwischt der Steinmann zwischen den Beinschonern. Die Hausherren bleiben nach dem Ausgleich weiter am Drücker. Andreas Albert zu Marc van Gilder. Steinmann passt auf und wehrt ab. So bleibt es nach dem ersten Drittel beim 1:1 unentschieden. Nach der Pause geht Sterzing aggressiver ins Spiel und setzt sich gleich mit dieser Puckstaffette in Szene. Adam Hughesman spielt zu Jason Walters, weiter zu Rupert Stampfer, aber Engelich pariert. Stampfer ist der für Ritten groß geworden. Heute ist er natürlich besonders motiviert. Dann der schöne Pass von Fabian Hackhofer zu Hughesman und diesmal rettet Engelich auf den Kanadier. In der Wiederholung sieht man es besser, stark gemacht vom Schlussmann der Rittner. Diese beiden vergebenen Chancen der Broncos rütteln Ritten wach. Der herrliche Pass von Mirko Quinz auf Thomas Spinell, der bekommt aber den Puck nicht unter Kontrolle. Das hätte die Führung der Rittner sein können. Der technisch starke Spinell legt sich aber den Puck zu weit nach vorne auf. Dann die 30. Minute, die Hälfte des Spiels ist um. Max Ploner verliert die Scheibe an Hannes Stofner. Der ist plötzlich ganz frei vor Engelich, aber auch Stofner kann diese Möglichkeit nicht verwerten. Das hätte der 26-jährige Stürmer wohl besser machen müssen. 2 Minuten später müssen Lukan Soldi und Brennan Kohl auf die Strafbank. Sterzing im Powerplay, Jason Walters passt zu Maxim Sirokovs. Der 33-jährige lettische Nationalspieler zieht ab und der sitzt genau. Die Broncos gehen erneut in Führung, diesmal mit 2:1 Toren. Für Sirokovs der 7. Treffer heuer in der Serie A. Die Antwort der Buben mit Marc van Gildern. Sein Zuspiel auf Brennan Cook. Dominik Steinmann passt auf. Der 26-jährige Torhüter macht seine Arbeit als Demetz-Ersatz recht gut. Das ist bereits sein 15. Einsatz. So oft wie heuer hat er in der Serie A noch nie gespielt. Und Steinmann kann sich gleich darauf noch einmal auszeichnen. Der wunderschöne Steilpass vom jungen Christoph Fiegel zu Alexander Frey. Aber auch er beißt sich die Zähne am Schlussmann der Gäste aus. Dann Lux Brenner guckt die Scheibe dem Jugendnationalspieler Dominik Bernhard ab. Sein Schuss trifft aber nicht das Tor der Sterzinger, sondern nur die Trinkflasche von Steinmann. Und die Aktion läuft weiter. Die Riesenmöglichkeit für van Gildern. Gleich zweimal versucht er es, aber Steinmann kann diese Gelegenheit zunichte machen. Auf der Gegenseite nimmt Taylor Stephenson Andreas Albert den Puck ab, schießt auch gleich, trifft aber nur den Pfosten oder war es sogar Tor. Das Schiedsrichter-Duo Benvenue muss gehen, schaut sich den Videobeweis an. Es war ganz klar kein Treffer, so bleibt es nach 40 Minuten bei der knappen 2:1 Führung der Broncos.
Im Schlussdrittel erhöht Ritten den Druck. Sterzing scheint ein bisschen müder geworden zu sein. Der Schuss von Max Ploner, denn Tudin berührt noch die Scheibe. Steinmann ist geschlagen, aber Fabian Hackhofer kann gerade noch den Puck aus seinem Kasten fischen. Gut gemacht vom Sterzinger Verteidiger. Da springt er gerade noch rechtzeitig für seinen Torhüter ein. In der 46. Minute muss Adam Hughesman 2 Minuten vom Eis. Ritten in Überzahl mit Christian Bogatello. Marc von Gilder behält die Übersicht, der Pass zu Tudin. Und die Scheibe ist im Netz, das 2:2. Danach gibt es noch einige Diskussionen. Der 1,93 Meter große Brendan Kuhl legt sich mit dem 20 cm kleineren Fabian Hackhofer an. Ein ungleiches Duell, bei dem es aber keinen Sieger gibt. Beide Streithähne müssen 2 plus 2 Minuten in die Kühlbox. Wir springen jetzt in den letzten 5 Spielminuten. Immer noch steht es 2:2 unentschieden und immer noch ist der 3. Tabellenplatz nicht entschieden. Patrick Meyer befreit hinten, genau aber auf Brett Kuhl, der spielt Luka Ansoldi frei. Und Ritten und führt jetzt zum ersten Mal an diesem Abend das 3:2, der 6. Saisontreffer des Meraners. Nur 55 Sekunden später, Brett Kuhl passt in die Mitte. Der Schuss von Markus Spinell wird von Steinmann gehalten, aber Alexander Frey reagiert prompt und staubt zum 4:2 ab. In nur einer Minute macht Ritten aus einem 2:2 eine 4:2-Führung. Damit ist wohl klar, dass Sterzing seinen 3. Tabellenplatz nicht verteidigen kann. 41 Spieltage oder 61 Tage lagen die Broncos auf den 3. Platz. Am letzten Spieltag der Regular Season müssen sie ihn nun an Asiago abgeben. Und Ritten hätte sogar noch das 3:0 schießen können mit diesem Konter der Spinell-Brüder. Thomas zu Markus Spinell, Steinmann kann aber retten. So bleibt es beim 4:2. Auch die letzte Gelegenheit von Walters ändert am Ergebnis nichts mehr. Ritten gewinnt mit genau 100 Punkten den Grunddurchgang und trifft im Playoff-Viertelfinale auf Altmeister Cortina. Sterzing muss hingegen gegen Fassa spielen. Die beiden Südtiroler sind klare Favoriten, liegen heuer auch in den direkten Duellen gegen Cortina mit 5:1 Siegen vorne. Playoff ist scheiße, eine andere Sache. Muss sich auf den Spieler einstellen und du, alles geben. Es kann wirklich in 4 Spielen fertig sein. Aber ich glaube, wir sind alle gut eingestellt, haben alle richtig Lust und es wird dann dafür kein Problem sein, wenn wir sagen. Ja, es wird sicher eine harte Serie. Jedes Spiel hart umkämpft. Wir schauen jetzt mal live im ersten Spiel. Es ist alles, was zählt, in Dienst in Ham zu gewinnen, gut in die Serie zu starten und den Rest sehen wir noch. Und hier noch die restlichen Ergebnisse der 42. Runde. Cortina Asiago 3:5, Fassa HC Bustertal 5:3 und Grünwald Bellice 1:2 nach Verlängerung. Damit ergeben sich folgende Viertelfinalpaarungen. Wir haben es gehört, Ritten spielt gegen Cortina, Sterzing gegen Fassa, der HC Bustertal gegen Gröden und Asiago gegen Val Pellice. Ja, bereits morgen geht es dann weiter mit dem Playoff-Viertelfinale. Das werden wir natürlich sehr ausführlich verfolgen. Jetzt gehen wir weiter zum Kollegen Hannes Küss und zwar zur Fußball-Oberliga. Ja, danke, lieber Alex. St. Georgen gegen Virtus Bozen, das ist das Spitzenspiel der 5. Rückrunde. Der Busterer Traditionsclub, der Tabellendritte, hatte den Spitzenreiter aus der Talferstadt zu Gast. Und die Morini-Schützlinge, sie waren ein wenig unter Druck, denn sie wollten unbedingt gewinnen, um den Rückstand auf die Bozener zu verkürzen. Hätten hingegen die Lormi-Schützlinge hier einen Dreier eingefahren, dann wäre wohl eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel gefallen. Virtus Bozen erwischt auf dem Kunstrasenplatz in der Schulzone Bonek den besseren Start. 4. Minute, Hofer mit der Flanke, aber der Alpiaz in der Strafraummitte kommt nicht mehr heran. Dann agieren beide Mannschaften etwas vorsichtiger, bevor die Gäste nach einer Viertelstunde die Schlagzahl wieder erhöhen. Dalpiaz spielt Hofer an, der fällt, aber für einen Elfmeter war das zu wenig. Die starke Schiedsrichterin Ilaria Bianchini aus Terni lässt weiterspielen. Nur 120 Sekunden später, diese Aktion, Sentil mit dem langen Ball auf Campo, der weiter auf De Simone. Die Flanke in die Mitte, Hofer setzt sich im Duell mit Negri durch. Der Ball kommt zu Dalpiaz und der drückt ihn aus kürzester Entfernung mit der Brust über die Linie. Die Führung nicht unverdient, weil Virtus Bozen in dieser Anfangsphase mehr investiert hat.
St. Georgen vom Gegentreffer aber keinesfalls geschockt. Die Irginer bekommen in der 21. Minute diesen Freistoß, den Harasser in die Mitte bringt. Und dort nickt ihn der sträflich alleingelassene Albanese in die Maschen. Die Abwehr der Bozner macht hier keine gute Figur. Der Ball ist eine gefühlte Ewigkeit in der Luft. Und für Albanese fühlt sich niemand zuständig. Nach einer halben Stunde dann aber schon wieder die Lamy-Elf. Campo probiert es mit diesem Freistoß, aber Negri ist zur Stelle. Virtus bleibt jetzt dran, Speziale zieht aus der Ferne ab, aber der Irginer Goalie bleibt wieder Sieger. 2 Minuten vor der Pause will es Hofer mit diesem Aufsetzer wissen, den Negri jedoch abwehren kann, und danach klärt Althuber für seinen jungen Tormann. Und auch die letzte Aktion des ersten Spielabschnitts gehört dem Oberliga-Tabellenführer. Maidi zieht von der Strafraumgrenze ab, aber Miri fälscht den Abschluss des jungen Virtus-Spielers noch entscheidend ab. Es bleibt beim 1:1. Und jetzt nichts wie rein in die zweite Halbzeit. Die ist noch keine Minute alt, da gibt es diesen Eckball. Campo bringt ihn rein, Sentils Kopfball landet bei der Albiaz. Und so eine Chance lässt sich der Offensivspieler natürlich nicht nehmen. Es steht 2:1 für die Gäste. Und Virtus Bozen drückt jetzt weiter, will die Vorentscheidung. 10. Minute, Hofer schüttelt Harasser ab, dann der Pass auf der Albiaz. Aber der rechte Fuß ist sein schwächerer. Und warum, das sieht man hier. 180 Sekunden später probiert es Speziale. Der Abpraller landet bei Hofer, aber Negri hat damit keine Probleme. Von St. Georgen ist erst nach gut einer Stunde wieder etwas zu sehen. Wenn aus der Distanz geschossen wird, dann hat meistens Schwingshackl seine Füße im Spiel, so auch dieses Mal. Aber Torcasio hat alles im Griff. Die Irginer, sie werden jetzt ein wenig mutiger, nehmen das Heft langsam in die Hand. Biffrader mit dem Solo, dann der Schuss aus der Drehung. Boah, da hat sich Torcasio im Kasten der Bozner richtig lang machen müssen. Stark gemacht von beiden. Chapeau. In der 78. Minute tankt sich Albanese auf dem Flügel durch, flankt. De Simone bekommt den Ball an die Hand und Ilaria Bianchini zeigt auf den Elfmeterpunkt und den will Thomas Albanese selber reinmachen. Im Drusus Stadion im Hinspiel hat er einen Elfmeter versemmelt. Jetzt vor den eigenen Fans bleibt er cool und macht ihn sicher rein. Und Thomas Albanese kommt auch 5 Minuten vor Schluss von der Strafraumgrenze zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig und lässt diese gute Chance liegen. 120 Sekunden danach tritt Ritsch den Freistoß, die Fans jubeln, aber sie zu Hause haben es bereits erkannt. Es ist nur das Außennetz, das Martin Ritsch hier zum Zappeln gebracht hat. Auf der Gegenseite kombinieren Hofer und Gonci, dann der Pass auf Dalpiaz, der einen Schritt zu spät da ist. Dann in der Nachspielzeit wieder die Irginer mit Biffrader, der aber in dieser Situation zu eigensinnig ist. Und die letzte Chance haben die Gäste mit Blasbichler, aber Negri kann den gefährlichen Aufsetzer entschärfen. Danach ist Schluss. Die Gemüter der beiden Trainer sind nach dem Schlusspfiff aber noch ein wenig erhitzt. Sie liefern sich vor dem Kabineneingang ein heftiges Wortgefecht. An der Punkteteilung ändert sich aber nichts mehr. Schon ein gewonnener Punkt. Wir haben im vorigen Spiel viel vorgenommen. Haben logisch gewählt gewinnen und den Abstand auf 2 Punkte verkürzen. Aber ich glaube, wichtig war heute nicht verlieren. 5 Punkte sind wir jetzt noch hinten. Die Mannschaft ist noch lang und ich glaube deswegen sicher ein gewonnener Punkt gegen eine gute Mannschaft. Wir hätten uns sicher mehr verdient heute als den Ausgleich und hätten somit den Vorsprung in der Tabelle ausbauen können. Das wäre heute eine gute Gelegenheit gewesen. Es ist ein guter Punkt. Schade, sie haben mit 1,5 Chancen 2 Tore gemacht, aber so ist der Fußball manchmal. Und hier noch die gesammelten Ergebnisse der 20. Runde. Auch der Bozner FC spielt unentschieden, zu Hause 0:0 gegen Mori. Tramin gewinnt das Derby gegen Eppan 1:0 mit einem Treffer in der letzten Minute von Martin Bichler. Und das 3. Südtiroler Derby zwischen St. Pauli und Arntal endet 0:0 unentschieden. Außerdem gab es noch 2 klare Auswärtserfolge für Naturns in Lavis und dem SSV Brixen in Rotaliana. In der Tabelle führt Virtus Bozen mit 42 Zählern. 4 Punkte vor dem Bozner FC, auf Platz 3 St. Georgen mit 37, dahinter Naturns und Eppan. Ganz unten in der Rangliste Arntal an 14. Stelle mit 17 Zählern vor Rotaliana und Mezzo Corona. Ja, liebe Zuschauer, das war's von uns, das war's von Sport am Montag und von diesem spannenden Spieltag in der Fußball-Oberliga. Danke für Ihr Interesse und wir sehen uns dann hoffentlich am kommenden Montag zur gewohnten Uhrzeit wieder.